Menschen. The Farm. Reality. All in Games. Metaboo. Chernobylite. So, Freunde, seid gegrüßt. Wir haben ein neues Projekt und es heißt Chernobylite. Gespielt wird auf der PS5. Wie soll es auch anders sein? Ich habe dieses Spiel schon länger auf dem Schirm gehabt, habe aber noch ein bisschen gewartet, da es da noch ein paar Probleme gab mit Speicherständen und so. Und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich habe da richtig Bock drauf. Ist aktuell sogar im Angebot im PlayStation Store. Also wer da Bock drauf hat, guckt da mal rein. Ich habe da zugeschlagen und ich werde das hier mit euch zusammen spielen. So, und wir drücken X, um fortzufahren. Ich bin gespannt. So. Ich habe schon mal einmal reingeguckt zu Audiozwecken und ob alles funktioniert etc. pp. Wir machen ein neues Spiel und gehen rein. So. Charakteranzeige immer anzeigen. Das finde ich ganz nett. Einführung überspringen. Nein. Das lassen wir alles so. Und los geht's. Ja. Dieses Spiel speichert deinen Fortschritt automatisch. Weiter mit beliebiger Taste. Chernobyl Power Plant. A hope for the future. MAR Corporation begins trials of their proprietary recultivation technology. Uranium 90 and plutonium 240. Some never abandoned their homes or even moved back. Will Samoshevs be removed forcibly from the exclusion zone? Demonstrations across the Ukraine. 10 billions of Hrivnias for an indefinite lease. This is a cabal. NAR thinks they are above the law. What does NAR really hide behind the patent rights? One thing is certain. The sarcophagus must remain intact. Jo, habt ihr die Puppe gerade gesehen? Die war ja mal mega gruselig. Ei, jei, jei. Igor, wake up, you sleepyhead. Look, look over there. Voll schick. Do you remember the glade just beyond those trees? That's where you proposed to me. You were so nervous and sweet. You're still sweet, my Professor Kimunig. Okay. Anyway, it feels good to return after all these years, doesn't it? Ja. So, wir können uns umgucken. Glaube ich. Ja. Und sie ist weg. What is it, Igor? You're still half asleep. Wake up. Wake up. Awaken. Tanya? Die heißt Tatjana, Mann. Kennst du den Namen deiner Frau nicht? Tanya, stop kidding around. Lustigerweise sahen die Züge bei uns hier früher genauso aus. Hier mit den riesengroßen Aschenbecher und so. Ich kenne das noch. Das waren noch Zeiten. Aber mittlerweile ist ja das Rauchen untersagt. Was ich aber auch gut finde. Also davon mal abgesehen. Okay. Wir stiefeln hier mal raus. Ach, guck mal, hier ist noch eine Zeitung. Die Pravda. Ich weiß nicht, ob das so eine bekannte Zeitung war damals. Kann ich leider nicht sagen. Ich werde das jetzt aber auch nicht vorlesen, weil es Englisch ist. Ich kann zwar Englisch, aber ihr könnt es ja selber nachlesen. Einfach Pause drücken dann. So. Guck mal, wir sind hier mitten im Wald. Sowas will man nicht erleben, wenn man Zug fährt. Ist bestimmt wieder irgendjemand über die Gleise gelaufen und jetzt stehen wir hier mitten in der Pampa. Zufälligerweise direkt irgendwo in Tschernobyl.
Sowas will keiner. Igor. Ja, Schatzi, ich komme gleich. Ich guck mich erstmal ein bisschen um. So, Spiel wird gespeichert. Das ist schon mal gut. Und da fängt auch schon der Geigerzähler an zu knattern. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wait. Ah, guck mal, da hinten. Ganz prima. Und weg ist sie. Na toll. You proposed to me. You were so nervous. Oh ja. Oh That's ja. Sweet. My professor came in. Stop this childish nonsense at once. Genau. Hör auf mit dem Unsinn. Das ist nicht witzig. After all these years. Ah! Fuck! Blöde Kuh, ey. Dum 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 dum. Atmosphäre ist mega. Vor allem mit Kopfhörer. So, wir gehen weiter durch den Wald. Und ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Uiuiuiui. Aber es wird hell da hinten. Und das Spiel wird gespeichert. What now? Igor. Oh, oh. Nicht gut. Scheiße. Ah, guck mal. Jetzt. Ich kann auch schnell laufen. Mit L3. Das ist cool. Oh, was nun? Oh. Yeah. Ein Gewehr. Perfekt. Sehr schön. Oh. Oh, da ist das Riesenrad. Da ist das Riesenrad, Freunde. Halte L2 zum Zielen und drücke R3 zum Schießen. Gegnermann Marsch. Ein Tschernowirt. Aua. Muss nachladen. Oh, 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 oh. Sag mal. Uff. Ach so, das gehört so. Alles klar. Verstehe. Da ist sie wieder. Alter, was ist denn hier passiert? Ein Foto. Ah ja. Hä? Wo sind wir nun? Why is this place so familiar? Eine sehr gute Frage. It's my old workshop. Seine alte Werkstatt. Ja. Hübsch.
Portalgenerator. Okay, da fehlen irgendwelche Teile. Verstehe. Ja, auf jeden Fall werde ich versuchen, hier die Folgen immer so um die 30 Minuten zu machen. 30, 35, je nachdem, wie es passt. Denn ich glaube, mit 20 Minuten kommt man hier nicht so weit. Mechanikteile. Please hurry. This reality is coming apart, can't you see? So, aber wir gucken mal, wie es so läuft. Ich kenne das Spiel auch überhaupt nicht. Also, ich habe zwar ein bisschen was gesehen, aber so was hier passiert und was Story ist, habe ich keine Ahnung. So, das wird also ein komplett blindes LP werden. Aber ich freue mich sehr drauf. Oh, hier, Elektrikteile. Okay. Oh, hier, Mechanikteile. Get back to your work. It's the only way out of here. Geh zurück an die Arbeit. Okay. Jawohl, mein Schatz. Aber ich will da hinten erstmal gucken, was da noch so ist. Oh, hier, Gasmaske. Schau mal hier. Ah, hier, Mechanikteile. Sehr gut. Nehmen wir mit. Und Werkstation herstellen. So, jetzt können wir den Portalgenerator bauen. Mhm. Klobiges Design, aber technisch höchst fortschrittlich. Ein Hightech-Werkzeug, das Tschernobylite nutzt, um stabile Wurmlöcher zu erzeugen. Okay. Wollte ich schon immer mal machen. Kein Problem. Hier. Manschette drum. Zack. Passt. Oh. Oh. Die Uhr dreht durch. Hilfe. It feels good to return. Okay, was nur? The entire zone is on lockdown. NAR doesn't screw around. Yeah. Let's just hope our source comes through and we don't run into any patrols on the way. And what if we do? We will improvise. That's what our sleeping beauty here paid us for, remember? Sure, sure. Do you really think they'll test this recultivation something? I haven't seen any signs of that, but I'm telling you, something is up. There are way too many contractors for such a small area. We can handle the contractors. They're probably some of Wagner's rejects. Fuck you. I fought alongside those guys. I know, I'm just messing around, Anton. Let's focus on getting our professor here some of this... Chernobylite? That's what it's called? Igor? Igor? Ja, bin noch da. Chernobylite wollen sie haben. Wollen wir haben. Na, das kann ja was werden. Wake up, Igor. We have to go. What? I must have dozed off for a moment. Let's go. Okay. What are you? Having doubts, Professor? If you're thinking about backing out, you need to tell us now. Nein, niemals. Not a chance. Let's get this over with. Nix da. Okay. You sure this plan of yours is going to work, Professor Kimonyuk? Igor, please. And yes, it will. You two take care of your part, and I'll take care of mine. All right? Okay. Try to keep a low profile. Last thing we want is a firefight. A fire? What are you getting us into, Igor? It is necessary. It's something that needs to be done. I don't like riddles, Professor. But you're the boss. Reminds me of that night off in Syria. Remember that? Oh, okay. I do. Unfortunately. Oh. Guckt mal da hinten. Ich glaube, das ist der Reaktor. Alter, was für ein Riesending. Misha, we can't. We have to fall back. The pressure's dropping. Downstairs, now. Go, go, go. Boom. This is no time for bird watching, Igor. Let's go. Through the fence, into the sewers. Durch den Zaun, okay. And down into the underworld we go. It's nothing but a hole in the ground, Anton.
Oh, does anyone else feel itchy? So, how bad is the radiation around here these days? It's been a long time, right? Do yourself a favor and don't think about that right now. Ja, besser ist. Focus on doing the job and getting out of here in one piece. Igor, if the shit hits the fan, get yourself out of sight until we take care of it, okay? Don't be a Giroi. Don't panic, Olivier. No Giroi's here. Only some desperate people walking into the heart of darkness. Okay. Verstehe. Ich bin voll begeistert, wie gut das aussieht. Gefällt mir. So, nu? Achso, sprechen. No talking. Go. After you, Ego. Ladies and eggheads first. Antworte höflich. Es ist nur ein Scherz. Er versucht, die Stimmung aufzulockern. Funny guy, eh? Ja, erstmal knutschen. Oh. Shit, Igor, get down. Oh oh. Get to the sewer entrance. We're right behind you. Geh zum Eingang der Kanalisation, okay? Nice. Achte auf den Kompass am oberen Bildschirmrand. Deine Ziele, wichtige Charaktere und so weiter. Okay. Ah, ducken geht auch. Stay in the shadows. Bleib in den Schatten, ja, Baby, machen wir. Okay, aber bis jetzt sehe ich hier keinen, alles ruhig. Nur ein bisschen viel Licht. Oh, da hinten sind welche, ne? Oder? Guck mal. Ich kann das nicht erkennen von hier. Aber ich glaube, da stehen Leute. Werde unsichtbar. Ah, ja, okay. Verstehe. So, you were inside the lab? Yeah. See anything interesting? Nah. Interesting is above my pay grade. Now pass that bottle, Sergei. Da kommen wir nicht rüber. Schade. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Hau ab. Ich muss da lang. Ei. Drücke RA1 oder L1. Rechts und links lehnen, okay. Aber warum? Es ist doch eher später für Schießen wichtig, oder? Ah, nein, 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 nein. Hau ab. Oh, er steht genau hier. Oh, fuck. Alter, war das knapp. Da habe ich gerade Glück gehabt. Ich glaube, er hat uns gesehen. Egal, wir gehen weiter. Ego, hey. Ah, da sind sie schon, sehr gut. Oh, Glück gehabt. Mach zu, genau. Überhaupt nicht laut. Da muss mal WD-40 ran, Mann. So, wir folgen ihm mal. You sure this is the right entrance? I used to work here, remember? Yeah, I'm sure. Okay. Und jetzt da unten rein? Olivier. Igor, take a rad reading, will you? Öffne deine Tasche, Dreieck, und rüste den Umgebungsscanner aus. Ausrüsten. 3.6. Not great. Not terrible. Okay. Chin up.
We're safe for another hour or so, all right? None of you are safe. Mach auf. Bong. I hope you have a good memory. Okay, I'll take point. Yes, sir, Captain Olivier, sir. Er jumpt da einfach runter. Der muss gute Knie haben. Autsch. Ich anscheinend auch. Okay. So, lauft ihr mal vor. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Guck mal, man kann da irgendwas einstellen in dem Gerät. Ich weiß aber... Ah. Ach so, diverses. Warte mal. Pilze, Chemikalien, Elektrikteile, Kräuter. Diverses, so, und dann? Nee. Wie habe ich das gerade gemacht? Moment, Moment, Moment. Mit Viereck, okay. This device of yours works, Igor. I don't have time for getting into details right now, but yes, all it needs is more Chernobylite. Chernobylite, right. The most radioactive compound on Earth. That's what you called it. The man knows what he's doing, Anton. Stay focused. Complete the mission. We'll all be laughing about this over a beer before you know it. Okay, ich verstehe. Das Gerät, was wir haben, zeigt uns an, wo Sachen liegen. Das ist ja cool. Chemikalien. So, die gehen da lang. Ich gehe hier lang. Ja, yeah. Was haben wir hier? Mechanikteile. Auch schön. Also, die haben... Die Readings sind bad. Die Numbers sind zu hoch. Oh. Wir müssen hier raus. We can't leave him behind, dear God! Alarm! Alexander Borisovich, someone has to open the valves manually. Someone has to go inside. Boah, ich mag die Atmosphäre, ne? Ich krieg so leicht immer Putenpelle über den Rücken. Er steht da einfach. Oh, two hostiles up ahead. Ach du Scheiße. Quiet. Anton, left one's yours. I'll take the other one, Olivier. Oh, look at Bright Boy over here. Okay, it's your show. But if you get us killed, I'm gonna be pissed. Wenn wir draufgehen, bin ich sauer. Ja, auch gut. Ja, los, Kumpel. Oh, ich muss wieder vorgehen. Ich bin der Wissenschaftler, Mann. Okay, okay. 5 Bar und steigend. Nahkampfangriff. Überwältige Gegner, die dich noch nicht bemerkt haben. Leise im Nahkampf mit R2, okay. Alles klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kuckuck. Schlafenszeit. You hesitated back there. Next time you'd better use the knife if you want to survive.
Nächstes Mal solltest du das Messer benutzen. Ah, okay. Ich bin aber Pazifist. Ich hab nichts übrig für Waffen. Immer diese sinnlose Gewalt. Oh. Mal eben so um Ecke lunsen, ist da irgendwas? Ich will da nicht rein. Ich hab ein bisschen Angst. Alter. Kommandozentrale. Alright, Eagle. You're the star. Ready to execute the plan? I'm accessing the terminal. If the AZ5 button is still working. Hey, yo. Erstmal gucken, was hier so abgeht. Kettenreaktion lesen. Okay. Hat mir jetzt nicht wirklich was gebracht. Kann man hier auch noch was lesen? Nee. Irgendwo in die Türchen rein? Ich glaube nicht, ne? Nee. Okay, was haben wir denn hier? Wir machen uns erstmal mit der Technik vertraut, ja? Aha. Okay. Konsole verwenden. Was? Tatiana? What are you stalling for, Igor? Time is critical here. Es ist mir egal, was sie von mir denken. Ich kann nicht zulassen, dass mein Plan gefährdet wird. Drücke die Taste. Sie sollen nicht denken, dass ich verrückt bin. Drücke die Taste. It's nothing. Just tired. Right. You good? Yeah, I'm good. Please focus on your job and I focus on mine. Get back to it then. The reactor room, now! Oh mein Gott. Schnell weg hier. Nonsense. It was just a fire, nothing more. We'll get it under control. RBMK reactors do not explode. The reactor core is exposed. I can see the graphite on the ground. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. You killed us, you arrogant son of a bitch. You've killed us all. Ay. LOL, was ist das denn? Voll am Leuchten. Let's get this done quickly. Sorry, am I holding you up? Chernobyl Light. Nimm mal mit so einen Stab. It's even colder than I remember. You've seen one of these before, haven't you? A much smaller fragment, but enough for my initial studies. Are you going to tell me how this fancy gun of yours works? It creates a kind of shortcut through time and space. It's called a wormhole. It forms a tunnel with two mouths. It needs an exotic energy source to keep it open. Exotic energy. That's the Chernobylite? Yep. Exactly. And where does this shortcut lead? It leads wherever it needs to. Let's leave it at that for now, all right? What? My fiance. She disappeared here during the disaster 30 years ago. Yeah, can we talk about her later? Grab the crystals and let's go. I'm fucking gone. Oh, shit. Oh.
Heiliger. Komm, wir hauen ab. Schwarzer Stalker. Uff. Krass. Okay, wo sind wir jetzt? Olivier? Where the hell did you go? Olivier! Oh. Ach, da hinten ist er. Okay, warte. Ich komme! What the fuck was that? Listen, I... Jesus, I'm so sorry, Olivier. Anton was... he was a good man. Who was that fucker? Hell if I know. Somehow he used the negative energy of the Chernobylite to teleport. Now, to confirm this theory... Stop. That doesn't matter right now. Can he get to us here? And where is here exactly? We're inside a wormhole connecting two singularities. It's quite short and not very stable, so we need to move. Do you understand? And no, he can't chase us in here. I mean, it's possible in theory, but highly unlikely. I don't want to know. Just get us out of here. Yeah. This way. You'll come out near Mikhail's place, hopefully. Lagerhaus. Let's meet there, then. Okay. My arm. It feels like the muscle's been twisted from the inside. I'm going to execute that black-masked motherfucker, Anton. I promise you. Puh. Okay, erstmal weg hier. Schwarzer Maskierter. Irgendwas. Muss ich da durch? Oh. This place is definitely not what it used to be. It's like a snake, shedding its skin over and over again. You have to learn it all over again. Feel it. Tame it. Okay. Der Sound, ey, voll abgefahren. Flong, flong. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt auch wirklich da im Lagerhaus rauskommen. Lassen wir uns mal überraschen. Tag 1. Tschernobyl, am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Oder macht neue. Eins von beiden. Okay, 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 okay. Freunde, ich würde sagen, das war für heute die erste Folge Chernobylite. Ich bin immer noch sehr angetan von dem Spiel, auch wenn wir noch nicht ganz so viel gemacht haben. Aber das kommt alles. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob das was für euch ist. Oder ob ihr es vielleicht sogar schon gespielt habt. Nützliche Tipps und Tricks sind auch immer willkommen. Konstruktive Kritik auch. Ich freue mich immer sehr. So. Aber jetzt belassen wir es erstmal dabei und machen ein kleines Päuschen. Also, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.